Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, möchte ich euch heute mal wieder meinen Beauty-Müll zeigen. Mein Körbchen, das ja relativ klein ist, ist jetzt mal wieder voll und ich zeige euch, welche Produkte ich in letzter Zeit aufgebraucht habe. Es sind mit Sicherheit nicht alle Produkte, die leer gegangen sind, hier drin gelandet, weil ich Sachen, die ich schon öfter zeige, ab und zu auch mal so entsorge. Also ihr seht Sachen, die euch bekannt sind. Ihr seht auch Sachen, die ihr vielleicht bei mir noch nicht gesehen habt. Und bevor ich hier jetzt in ein Gebrabbel verfall, schauen wir mal an, welche Produkte ich aufgebraucht habe in der letzten Zeit. So, angefangen mit einem alten Bekannten. Das habe ich sogar zusammengeklappt. Das ist ein 200er Pack Ebelin Kosmetiktücher. Ich kaufe immer die Ebelin Kosmetiktücher oder Kosmetiktücher generell, wo ich halt gerade bin, meistens eben die von Ebelin, weil ich die an verschiedenen Stellen im Haus deponiert habe und es wird natürlich immer mal wieder eins leer, kaufe ich immer nach. Kosmetiktücher brauche ich immer. Dann ist leer ein Duschgel und zwar von Alverde, eine Limited Edition. Das ist die Pflegedusche Green Smoothie mit Biobirne und Kiwi. Die hat sehr angenehm gerochen, hat auch ganz gut gepflegt. Es war eine Limited Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob es die noch gibt. Da habe ich in letzter Zeit nicht nachgeguckt. Ich fand sie aber, wie gesagt, sehr angenehm und ja, hat sauber gemacht. Und das ist das, was ich von einem Duschgel erwarte. Das wird die Haut nicht ausgetrocknet und ja, fand ich gut. Dann habe ich hier... leider ein Produkt, das ich nicht ganz so gut fand und das ist von Cartier Paris, der Augen-Make-up-Entferner für empfindliche Augen, Kornblume Kamille. Den hatte ich letztes Jahr in dem Probepäckchen zugeschickt bekommen, das Cartier Paris mir freundlicherweise gesendet hat. Und ja, leider fand ich jetzt diesen Augen-Make-up-Entferner nicht sonderlich gut, weil er einfach mein Augen-Make-up nicht entfernt hat. Auch die normale Naturkosmetik-Mascara, die ich trage, hat es leider nicht so richtig abbekommen. Also nicht gar nicht abbekommen, aber nicht richtig abbekommen. Das heißt, ich musste noch nacharbeiten. Andererseits habe ich das Produkt sehr gut vertragen. Es hat nicht ausgetrocknet, hat nicht in den Augen gebrannt. Aber es war jetzt für mich nicht so überzeugend, dass ich es mir kaufen würde. Also das tut mir leid, aber das war kein Produkt für mich. Dann ist leer geworden von Balea das Silberglanz-Shampoo. Ja, das ist keine Naturkosmetik. Ich habe in der Naturkosmetik jetzt noch nichts gefunden, was ich in der Richtung ausprobieren möchte. Hauptsächlich liegt es meistens daran, wenn man was findet, dass relativ wenig Inhalt relativ viel kostet. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Balea eigentlich sehr zufrieden. Es sind keine Silikone drin. Es gibt natürlich bessere Inhaltsstoffe als das, was hier drin ist. Aber ich finde, es wirkt. Wie man sieht, ich habe keinen allzu dollen Gelbstich im Haar. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass hier die künstliche Beleuchtung die Haarfarbe etwas verändert, also so hell, wie es jetzt in der Kamera und später im Video aussieht, sind meine Haare nicht. Viele haben mir ja auch schon Komplimente gemacht für mein silbergraues Haar. Im Tageslicht ist es eher weizenblond. Also eher weizenblond, weil meine natürliche Farbe durch die Strähnen auch noch durchschimmert und meine natürliche Farbe ist halt warm, golden, rötlich. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde dieses Shampoo gut, habe ich auch schon wieder nachgekauft, ist auch wieder in Benutzung. Da sehe ich noch zwei Haarprodukte, die fand ich weniger gut. Diese zwei zeige ich gleich zusammen. Nein, gar nicht wahr. Moment, das waren diese zwei hier. Ich habe mehrere Haarprodukte. Diese zwei. Beides von Alverde. Die Feuchtigkeitshaarkur mit Passionsblume und Bioreis für trockenes, strapaziertes Haar. Ich weiß, es ist sehr grell. Und die Repair Haarmaske Bio Avocado und Bio Shea Butter für strapaziertes und brüchiges Haar. Ich hatte erst eins davon gekauft, ich weiß nicht mehr welches das war und fand es relativ schlecht.
Also es hat nichts wirklich für meine Haare getan. Dann habe ich das zweite dazu gekauft und habe die beiden gemischt. War auch nicht besonders gut. Was mich am meisten gestört hat, jetzt mal abgesehen davon, dass es keinen Pflegeeffekt gab, also wirklich null Pflegeeffekt, hatte ich sowohl nach der einzelnen als auch nach der gemischten Anwendung eine derartige Filzmatte auf dem Kopf, dass beim Durchkämmen, das war sehr verknotet, dass natürlich dann die Knoten mitsamt den daran hängenden Haaren rausgerissen bzw. abgebrochen sind, und das fand ich nicht so prickelnd. Also die fand ich beide sehr schlecht, würde ich nicht wieder kaufen. Und dann habt ihr gerade gesehen, das dritte Produkt im Bunde ist von Alterra die Haarkur Bio Granatapfel und Bio Aloe Vera für trockenes und strapaziertes Haar. Habe ich euch jetzt auch schon öfter gezeigt, mein Alltime Favorite, bis was Besseres meines Weges kommt. Das hatte ich dann wieder gekauft, weil ich dann in der Zeit auch mal bei Rossmann vorbeikam, habe das hier mitgemischt und dann ging es einigermaßen. Aber in dem Vergleich würde ich immer wieder das hier kaufen. Finde ich super gut für einen kleinen Preis, kostet um die 2,50 Euro rum. Und Alterra ist auch oft im Angebot, aber diese beiden Allwerte-Dinger kommen mir nicht mehr an die Haare. Dann ist leer geworden, als ich mir neulich mal, was in letzter Zeit sehr selten vorkommt, die Fingernägel lackiert habe. Ich glaube, im ganzen letzten Jahr habe ich sie 2 oder 3 Mal lackiert. Jetzt habe ich sie im Januar einmal lackiert. Da wurde das dann leer von Rival de Luc, das Quick Dry Spray. Trocknet Nagellack schneller mit Jasmin und Rosenduft. Habe ich euch auch in der Vergangenheit wirklich oft gezeigt. Da habe ich immer 2, 3 Dosen von gekauft, wenn ich bei Rossmann war. Allerdings lackiere ich mir jetzt eben nicht mehr so häufig die Nägel. Und wenn, dann meistens nur mit einer dünnen Schicht. Da brauche ich so ein Quick Dry Spray eigentlich nicht. Was aber nicht heißt, dass ich das jetzt nicht mehr kaufen würde. Also gegebenenfalls ja, auch wenn es keine Naturkosmetik ist. Aber auf 100% werde ich wahrscheinlich sowieso nie wirklich kommen. Weil es einfach in der Naturkosmetik nicht immer alles gibt, was ich jetzt für meine Bedürfnisse brauche. So, weiter geht's. Dann habe ich leer gemacht eine Aquatuchmaske. Das heißt leer gemacht, das ist ja nur eine einmalige Benutzung und dann ist es halt vorbei. Und zwar von Butnik her die Aquatuchmaske mit Mangoextrakt, belebend und feuchtigkeitsspendend für jede Haut. Eigenextrakt ist auch drin. Hatte ich geschenkt bekommen und ich glaube, ich habe davon noch eine in der Schublade. Ich fand diese Tuchmaske sehr, sehr angenehm und was mich sehr überrascht hat, war, dass die Maske, also das Tuch, was hier in dem Sachet drin war, wirklich richtig durchtränkt war mit dem Wirkstoff. Also sie war nass, fast triefnass, möchte ich schon sagen. Es hat hier wirklich in dem Beutelchen die Flüssigkeit drin gestanden. Was ich natürlich schön fand, war, dass die Maske dann aufgrund dieser intensiven Feuchtigkeit auch gut auf der Haut gehaftet hat. Sie ist also nicht runtergefallen. Ich habe sie auch länger drauf gelassen. Sie ist während der Zeit nicht ausgetrocknet, also sie war wirklich noch nass. Als ich sie wieder abgenommen habe, hätte sie vielleicht auch nochmal benutzen können, aber das mache ich nicht so gerne. Und ja, auch diese belebende Wirkung und feuchtigkeitsspendende Wirkung war zumindest initial da. Auf lange Sicht ist es bei Masken halt meistens so, dass das nicht länger anhält, aber die würde ich auf jeden Fall auch nochmal benutzen. Ich komme halt nicht so wirklich an Butni dran, weil wir das hier in Süddeutschland nicht haben, aber gegebenenfalls, wer weiß, vielleicht bekomme ich nochmal irgendwann eine oder ich komme mal in den Norden und kaufe mir dann eine. Wir werden sehen. Dann als nächstes ist wieder ein Duschpuschel fällig und da bin ich neulich mal gefragt worden, warum ich die relativ häufig zeige. Ich möchte ihn jetzt auch nicht von Namen zeigen. Es ist einfach so, dass der bei uns in der Dusche hängt. Das heißt, den benutzen sowohl mein Mann als auch ich, sprich doppelte Nutzung. Und wenn man den jetzt gegen einen frischen halten würde, ich habe leider keinen frischen da, die anderen, die in der Dusche hängen, sind jetzt schon wieder in Benutzung. Momentan sind es 2. Jedenfalls, wenn man den neben einen frischen Duschpuschel hält, dann sieht man, wie zerfleddert der ist. Und natürlich setzen sich auch mit der Zeit dann Seifenreste, Duschgelreste, Bakterien darin ab. Und deshalb wird so ein Duschpuschel bei mir
mindestens einmal im Monat ersetzt. Es ist zwar Plastikmüll, so wie das meiste andere auch, aber man muss sich ja mit irgendwas sauber machen und das funktioniert bei Duschgel mit dem hier wesentlich besser. Man braucht weniger Duschgel, das schäumt wesentlich besser auf, als wenn man sowas nicht benutzt. Und ja, mindestens einmal im Monat wird er ersetzt und deshalb zeige ich den so oft. Aber er wandert nicht immer in die Kiste, also manchmal wandert er auch so in den Müll. Dann sehe ich hier etwas, das noch nicht ganz leer ist, das wird jetzt aber entsorgt. Und zwar ist das von P2, das Feel Good Mineral Compact Powder in der Farbe 020 Ivory Shell. Und das wird entsorgt, erstens mal, weil es sehr alt ist, zweitens, weil es kaputt ist und drittens, der Rand so fest geworden ist, dass sich da eigentlich auch gar nichts mehr abkratzen kann und ich auch genügend andere Puder habe. Huch, fällt der Einleger raus. Ich auch genügend andere Puder habe, die ich da an dessen Stelle benutzen kann. Dann habe ich nochmal eine Maske gemacht offensichtlich, und zwar die zweite Hälfte von der Hildegard Braukmann Emosie. Das ist die mit dem Eyelecithin, glaube ich, gewesen. Für trockene, empfindliche und normale Haut. Also diese gelbe hatte ich, glaube ich, in meinem letzten Video sogar das erste Stückchen von benutzt. Ich habe hier ein Haar hängen, das stört mich. Und das war jetzt die zweite Hälfte. Ich fand sie gut, fand sie angenehm. Nicht überragend, aber für zwischendurch würde ich die durchaus auch nochmal verwenden. Dann habe ich hier eine Zahncreme, eine Probe, und zwar von Meridol. Bekämpft die Ursache von Zahnfleischentzündungen. Die habe ich bei meinem letzten Zahnarztbesuch von meinem Zahnarzt als Probe bekommen. Da hatte ich gleich mehrere bekommen, um das mal auszutesten, weil ich eben in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit dem Zahnfleisch hatte, abgesehen davon, dass meine Zähne sowieso schmerzempfindlich sind. Und die finde ich gut, würde ich durchaus auch kaufen. Momentan habe ich wieder die Elmex Sensitive Professional in Benutzung, aber so zum Wechseln würde ich die auf jeden Fall nochmal kaufen. Also Meridol fand ich auch ganz gut. Dann habe ich hier ein Tütchen von einer Pflanzenölseife, und zwar ist das die Alviana Naturkosmetik mit einem Lemongrass-Duft gewesen. Die habe ich bei mir im Badezimmer als Handseife, weil bei uns im Hauptbad haben wir Stückseife als Handseifen, im Gäste-WC ist es dann Flüssigseife. Egal, jedenfalls wollte ich mal was anderes austesten als die Spike-Seife, die ich sonst immer kaufe, die ja auch so zitrisch riecht. Ich glaube, das ist die Carpe Diem. Die ja hatte ich gesehen bei Alnatura und die war um einiges günstiger, und dann habe ich gedacht, naja, komm, nimm die mal mit. Fand ich auch gut, würde ich durchaus wieder kaufen, wenn ich das nächste Mal zu einem Alnatura komme. Der ist jetzt nicht so wirklich in meiner Nähe, also da muss ich dann schon gezielt hinfahren. Und ja, vielleicht kaufe ich die dann mal wieder. Dann ist nochmal von Alverde was leer geworden, und zwar das Aqua 24 Stunden Hyaluron Hydro Creme Gel mit Meeresalge für normale und Mischhaut. Das hatte ich gekauft, weil ich mit der, jetzt weiß ich es nicht mehr, BB oder CC Cream, die Sobioethic, die ich euch neulich gezeigt habe, auch in meinem Favoritenvideo. Ich glaube, es ist eine BB Cream. Ich komme damit immer durcheinander. Jedenfalls war die jetzt hier bei der trockenen Luft im Winter im Haus nicht ausreichend, was die den Feuchtigkeitshaushalt meiner Gesichtshaut angeht. Also musste ich irgendwie eine Feuchtigkeitscreme haben, die ich unten drunter geben kann. Und da nehme ich gerne mal ein Gel, aber auch Creme. Jedenfalls habe ich das gekauft, um es drunter zu geben, und die haben sich leider nicht vertragen. Also wenn ich das drunter gemacht habe und die BB Cream nach einer gewissen Zeit oben drüber, gab es trotzdem diese Würstchen und Krümelchen, die sich im Gesicht gebildet haben. Egal wie dick oder dünn ich das hier drunter aufgetragen habe und egal wie dick oder dünn ich dann die BB Cream oben drüber aufgetragen habe. Deshalb bin ich dann wieder dazu übergegangen, über dieser Tagescreme meine Lili Lollo Mineral Puder Foundation aufzutragen, aber auch die haben sich nicht so richtig miteinander vertragen. Langer Rede, kurzer Sinn, diese Creme war okay. Ich habe jetzt keinen großen Nutzen für meine Gesichtshaut davon
gesehen, aber es hat sich weder mit meiner BB-Cream noch mit meiner Mineral Foundation besonders gut vertragen und deshalb würde ich die jetzt nicht nachkaufen. Da ist das, was ich momentan benutze, auf jeden Fall besser geeignet, zumindest mit der Mineral Foundation. Dann habe ich noch ein paar Sachen. Nochmal eine Probe Zahncreme, die Blender Made Complete Protect Expert Tiefenreinigung. Ob ich die jetzt auch von meinem Zahnarzt bekommen habe, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Fand ich nicht gut. Ich hatte die auch schon mehrfach, beziehungsweise ich hatte mehrere davon, als das Produkt damals auf den Markt gekommen ist, weil ich zu der Zeit auf einer Seite angemeldet war, wo man Markteinführungen testen konnte. Oder kann man immer noch, ich bin nur nicht mehr wirklich angemeldet. Und ich fand die damals schon nicht gut. Sie schmeckt nicht gut. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwas tut im Hinblick auf Tiefenreinigung der Zähne. Also weißer geworden sind sie davon auf jeden Fall nicht. Und mich stören halt diese Granulate. Das sind relativ grobe Granulate, die da drin sind. Und das mag ich überhaupt nicht. Zumal schon gar nicht mit meinen schmerzempfindlichen Zähnen. Also die werde ich nicht für mich selber kaufen. Dann ist leer von Sante Family das Augenfluid mit Biogranatapfel und Marula. Habe ich euch auch schon mehrfach gezeigt. Das ist meine Go-To-Augencreme. Jetzt im Winter, es ist zwar nicht kalt draußen, aber ich habe festgestellt, durch die Heizungsluft wie auch im Gesicht ist meine Haut um die Augen trotzdem sehr, sehr trocken. Und da habe ich hier in die Creme einfach einen Tropfen Öl mit reingemischt. Ich habe ja verschiedene Öle in Benutzung und das ging eigentlich. Also im Frühjahr, Sommer wird das hier wieder besser. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich für den Winter vielleicht noch was anderes testen kann. Also im nächsten Winter dann, aber ich wüsste jetzt nicht was, weil ich mich da noch nicht so mit beschäftigt habe. Aber das ist, wie gesagt, meine Go-To-Augencreme. Dann ist noch was für die Zähne leer gegangen, das Oral-B Superfloss, ideal für Zahnspangenbrücken und große Zahnzwischenräume. Ja, wer mir schon länger zuguckt, weiß, dass ich öfter mal sage, dass ich eigentlich eher eng stehende Zähne habe. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier piept irgendwas. Naja, also dass ich eher eng stehende Zähne habe und dieser Superfloss, den hatte ich früher als Teenager, als ich eine feste Zahnspange hatte, mehrere Jahre. Und das war wirklich gut, weil der Floss aus dreierlei Bereichen besteht, um in diese Zwischenräume zu kommen. Und es ist auch bei den eng stehenden Zähnen, bei den engen Zwischenräumen zwischen meinen Zähnen momentan ganz gut, dazwischen zu kommen, eben weil dieser Superfloss aus drei Bereichen besteht. Das hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht mit dem Gepiepe. Kann die Müllabfuhr sein, die rückwärts fährt. Also, dieser Superfloss besteht aus drei Teilbereichen. Das ist ein so ein kleines, wirklich etwas dickeres, hartes Stück, das sich nicht so leicht biegt. Dann haben wir ein Stückchen, das so wie Schaumstoff so ein bisschen ist, so ganz weich und schön auch sich den Zahnzwischenräumen anpasst und dann ein längeres Stück normale Zahnseide dran, die, glaube ich, ungewachst ist. Steht das da drauf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der dritte Teil ist ungewachst. Normale Zahnseide. Also hier steht es auch nochmal drauf. Verstärktes Ende zum Einfädeln unter Apparaturen. Flauschige Zahnseide zur Reinigung von Apparaturen und großen Zahnzwischenräumen und normale Zahnseide, um Plack unter dem Zahnfleischrand zu entfernen. Die habe ich mir vor einer Weile nochmal gekauft, als Alternative zur normalen Zahnseide. Und die habe ich jetzt auch wieder nachgeholt, weil ich festgestellt habe, dass ich damit teilweise besser zurechtkomme wie mit der normalen Zahnseide. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Also ich war jetzt echt raus mit diesem Gepiepse da draußen. So, dann ist etwas nicht leer, aber das schmeiße ich jetzt weg. Von P2 Ultra Wear Eyeshadow Stick in der Farbe 030 Miracle Morph. Ich wollte neulich mal ein fliederfarbenes Augen-Make-up tragen und habe den aufgetragen. Der ist noch
sehr, sehr voll. Also eigentlich fast unbenutzt gewesen. Habe ich vielleicht, als ich den damals gekauft habe, 2-3 Mal benutzt und dann nicht mehr. Jedenfalls kann ich den nicht mehr benutzen. Der stinkt wie die Hölle. Also der muss schlecht geworden sein und das möchte ich mir dann nicht nochmal auf die Augen machen. Ich hatte zwar keine Reaktion drauf, aber man muss es ja nicht herausfordern. Und so gerne trage ich dann auch keine fliederfarbenen Augen-Make-ups. Also fliegt der jetzt raus. Dann ist auch noch was leer, wo ich... Ich nehme immer gleich 2 Sachen. Auch relativ traurig bin, und zwar dieses kleine Ding. Das ist von Be You gewesen, ein Wachsstift. Der ist jetzt sehr platt und leer und kann nicht mehr angespitzt werden, versinkt förmig hier in der Hülle. Ich finde den auch nicht mehr. Ich hatte den mal von Douglas und ich finde den nirgends mehr. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und zwar habe ich den immer verwendet, um meine Augenbrauen quasi flach zu legen, weil ich relativ drahtige Augenbrauenhaare habe, die gerne abstehen. Und das flach zu legen und dann eben mit dem Lidschatten als Augenbrauenpuder drüber zu gehen, hat dann eben auch den Vorteil gehabt, dass das Augenbrauenpuder respektive der Lidschatten besser gehalten hat. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe keine Alternative dazu gefunden bis jetzt und habe mir ein anderes Augenbrauenprodukt gekauft, das ich auch jetzt gerade trage. Und ja, insofern bin ich jetzt auf den Wachsstift nicht mehr unbedingt angewiesen. Dann ist noch was leer von Alverde, und zwar die Maximize Volume Lashes Mascara, dieses giftgrüne Teilchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, leider zum Nachteil von Alverde bin ich auch damit nicht zufrieden. Also dieses Mal sind wirklich viele Alverde-Produkte, mit denen ich nichts anfangen kann. Das ist das Bürstchen. Und ich fand die Mascara vom Effekt her relativ gut. Großer, großer Nachteil war aber, dass sie A, sehr schnell ausgetrocknet ist. Also ich habe euch erst im letzten Video eine andere leer gewordene Mascara gezeigt und das war jetzt in der Zwischenzeit. Und das war nicht die einzige, die ich in der Zeit benutzt habe. Also die ist eingetrocknet, die ist sehr schnell trocken geworden und sie hat im Gesicht gebröselt. Also sie ist von den Wimpern gebröselt, ist runtergebröselt und man konnte die Brösel nicht wie bei anderen Mascaras einfach wegstreifen, sondern das hat dann auch noch geschmiert. Fand ich leider überhaupt nicht gut und werde ich mir nicht kaufen. Letztes Produkt, nochmal ein Duschgel von Sante, eine Limited Edition Winter Moment Duschgel Bio Vanille und Bio Mandelöl. Ich meine, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich habe noch eine Tube im Schrank gehabt. Manchmal verstecken die sich so in meinem Vorrat, der zwar nicht groß ist, aber manchmal sehe ich einfach Sachen nicht, die da drin stehen und kaufe dann was anderes. Jedenfalls fand ich die sehr angenehm. Sie hat natürlich gut sauber gemacht. Die Tube, das Duschgel, hat gut sauber gemacht. Und besonders angenehm fand ich den Duft. Also wenn es das noch irgendwo gäbe, würde ich davon wahrscheinlich auch die ein oder andere Tube nochmal kaufen. Wenn der Winter sich jetzt auch dem Ende neigt. Aber ja, vielleicht wenn es das nächstes Jahr nochmal geben sollte, wer weiß. Würde ich kaufen. Habe ich auch schon verschenkt. Ja. Das waren meine aufgebrauchten Produkte in der letzten Zeit, seit meinem letzten Aufgebraucht-Video. Auch wenn nicht alles da drin gelandet ist, was leer gegangen ist, aber die meisten Sachen denke ich schon. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Anregungen gefunden, was ihr ausprobieren wollt. Oder ihr habt welche von den Produkten und habt dazu eine andere Meinung. Habt vielleicht auch irgendwelche Vorschläge, welche Produkte ich mal testen kann, vor allem im Bereich Naturkosmetik. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Das heißt, haut kräftig in die Tasten, damit wir uns hier rege austauschen können. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als ich würde mich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss.